Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge Fahrenheit. Es sind, glaube ich, mehr als minus 55 Grad Celsius. Also weniger. Weniger? Weniger, nicht mehr, ne? Und, wir wurden gerettet von irgendwelchen mysteriösen Leuten hier und sind jetzt hier unten. Und da drüben ist der Penner, der uns die ganze Zeit beobachtet hatte, der auch auf dem Jahrmarkt war, falls ihr euch daran erinnert. Da saß der nämlich auf dem Fußboden im Schnee und er sagte ja selber, der kommt mir bekannt vor. Und ja, jetzt sind wir. Willkommen im Lager der Unsichtbaren, Lukas. Der Unsichtbaren. Setz dich zu uns, ans Feuer. Wer bist du? Nee, ans Feuer. Naja, dann werde ich mich wohl hier hinsetzen. Eine Kalaschnikow steht da. Sie nennen sich selbst die Unsichtbaren? Wir sind alle obdachlos. Obwohl wir in jeder Stadt anzutreffen sind, nimmt niemand von uns Kenntnis. Dadurch sehen wir, ohne gesehen zu werden. Und können unsere Mission unbemerkt durchführen. Welche? Chroma. Was wissen Sie über das Chroma? Es ist eine ganz natürliche Energiequelle. Wie Schwerkraft oder Magnetismus. Nur ist sie unendlich viel stärker. Okay. Und diese Kraft ist in dir, Lukas. Doch hast du erst einen winzigen Teil davon entdeckt? Kirsten. Sie haben mir das E-Mail zum Kirstenfall geschickt, stimmt's? Normalerweise greifen wir nicht direkt ein. Aber es schien uns nötig, dir zu zeigen, dass Lukas nicht wirklich ein Mörder war. Wir dachten, du könntest ihm bei seiner Mission helfen. Okay. Indigo-Kind. Was wissen Sie über das Indigo-Kind? Es ist ein absolut reines Mädchen, dessen Seele nie in einem Menschen verkörpert wurde. Seit Menschengedenken wird sein Kommen erwartet. Oranger Clan. Wer steckt hinter dem orangenen Clan? Das weiß niemand genau. Es heißt, es seien fünf. Fünf, die die Welt regieren. Verwaltung, Polizei, Armee, Finanzen, Medien. Sie kontrollieren alles. Der orangene Clan hat über die Jahrhunderte hinweg ein Imperium aufgebaut, das die gesamte Welt regiert. Prophezeiung. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens finden. Ich nehme an, dass sie es zu einer Chroma-Quelle bringen werden. Dort wird es seine Nachricht verkünden und die Prophezeiung erfüllen. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur drei solcher Quellen bekannt. Okay. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Ach. Wichita. Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler. Sie arbeiteten für die Regierung. Ach so. Das erklärt natürlich so einiges. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Derjenige, der das Indigo-Kind dorthin bringt, wird für die nächsten 10.000 Jahre absolute Macht erlangen. Wir müssen unbedingt rechtzeitig dort sein, um sie aufzuhalten. Wann fahren wir los? In 2 Stunden. Sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Ihr dürft nichts unversucht lassen, um sie daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch noch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Okay. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bogarts Rat und leg mich schlafen. Aber du bist doch tot. Ich kann noch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinlege. Okay.
Tja, dann stehen wir mal auf. Und schauen uns um. Hier ist eine Waffe, die können wir nicht mitnehmen. Ihn können wir nicht ansprechen. Er steht hier noch rum. Oh, warte mal, wir können das Feuer benutzen, oder was? Ah, okay. Wir sind sowieso schon topfit. So, mal gucken, was haben wir hier hinten. Hier liegen Matratzen, aber da wollten wir ja... Bei den Kameraschwenks ist es ein bisschen... Seht ihr? Schwierig. Ah, wir haben Leben bekommen. Haben wir eins verloren? Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Hier hinten haben wir nochmal einen Eingang. Da ist eine Taschenlampe. Da ist aber nichts drin. So. Haben wir doch etwas. Wir haben hier... Was ist das hier? Ein Radio. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Okay, das kriegen wir hin, denn die Batterien haben wir... Oh, hier ist so eine Antenne. Guck mal. Ist das das Hinknien vom Radio? Nee, ne? Also auf alle Fälle Batterien... Ups, Batterien haben wir. Batterien haben wir hier gerade eben gesehen. Das ist hier in der Taschenlampe. Ha, ich wusste es. Aber bei minus 55 Grad? Ich nehme die Batterien von einem für das Radio. Löwenbatterien. Aber minus 55 Grad, funktionieren da die Batterien noch in der Form, wie sie sollten? So, wir gucken hier nochmal rein. Aber ich glaube, hier werden wir nichts finden. So. Hier hinten ist das Schlafgemach, ne? Aber wir gucken trotzdem mal kurz rein. Hauptsache, wir triggern nichts. Da liegt er und schläft. Da legen wir uns jetzt noch nicht dazu. Halt, was war das? Ah. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Da siehst du. Und auf geht's. Huch. Gerade ein paar Koordinierungsschwierigkeiten. So, Batterie rein. Okay, sind drin. Und jetzt noch die Stange ran als Antenne. So, jetzt müsste es funktionieren. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Okay. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planet erneut steinzeitartige Wälder. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren. Und wow. In der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Wenn die Temperaturen weiterhin sinken... Glaubt mir, Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes für alle Sünden der Menschheit. Bestimmt. Gott ist unserer ungläubigen und bösen Taten überdrüssig geworden. Er wird die Erde von den Unwürdigen befreien und den Anbruch eines neuen Zeitalters verkünden, genau wie er es bei der Sintflut tat. Habt keine Angst, ihr
Gottes Wille ist allmächtig. Genau. Die Gerechten müssen seinen Zorn nicht fürchten. Denn ich glaube, es reicht. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen in Wichita. Gut, ich glaube, wir haben alles hier erlebt, was wir erleben müssen. Dann legen wir uns zu Kane mit ran und schlafen ein bisschen. Ich denke, er ist müde. Der schläft ja gar nicht. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen, sollst du eins wissen. Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre. Er ist tot. Er ist tot. Eiskalt. Deine Lippen sind eiskalt. Er ist tot, ich Jim. Ich liebe dich, Lukas. Ist aber eiskalt. 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 Oha. Ach, guck mal. Ach, jetzt sehe ich das erstmal. Guckt mal, wir können, je nachdem, wie wir... Okay, stehen wir mal auf. Was haben wir denn da eigentlich gesehen? Wecken wir unseren Bruder wieder, oder? Nee, diesmal nicht. Das Fenster ist auch diesmal uninteressant. Das hört sich an, als ob unsere Eltern irgendwas erzählen. Unterhalten die sich? Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mary, das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Ja, genau. Das Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgelenkt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Wichita Militärbasis, minus 60 Grad. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Na, wir sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Sei vorsichtig.
Ich brauche dich. Aber er ist doch schon tot. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Und wir müssen wieder ran an die ganze Geschichte. Durch den tiefen Schnee an die Seite zum Geheimeingang, der natürlich frei liegt. Komm, ich bin da. Puh. Komm, wir haben Superkräfte, da werden wir die Tür doch ordentlich aufkriegen. Na? Das rote Lichtlein oben gesehen. Vermutlich. Wir machen an der Stelle ein Folgenpäuschen, denn wer weiß, was jetzt hier kommt. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, euer Firefox.